Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus, dessen Wort unser Leben hell macht, er sei mit euch. Liebe Mitchristen, ich komme gerade vom Telefon. Eine Frau hat ganz begeistert wieder nach dem LTV-Gottesdienst angerufen. Herr Pfarrer, dass es sowas gibt, hat sie zu mir gesagt. Deshalb möchte ich auch ganz herzlich jetzt wieder die Menschen begrüßen, die mit uns den Gottesdienst eben über das Fernsehen feiern. Es ist wunderbar, dass wir eine große Gemeinschaft im Heiligen Geist sind und bilden, in dem Geist, der unser Leben hell machen will. In allem, was uns jetzt bewegt, vielleicht halten wir einen Augenblick inne, denken an das, was uns selbst betrifft, aber auch unsere Gesellschaft. Sie haben vielleicht von den Randalen heute Nacht auf der Königstraße in Stuttgart erlebt, wo kein Mensch klar ist, um was das es geht. Oder auch unsere Weltsituation, in der viele Menschen unter den diktatorischen Machenschaften ihrer Regierung leiden müssen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er beschenke uns neu mit seiner Gegenwart und schenke uns so das ewige Leben. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Wir wollen beten. Heiliger Gott, hilf uns, dass wir deinen Namen allezeit ehren, ja lieben. Denn in ihm ist Heil für Leib und Seele. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte die Verleumdung der vielen, Grauens ringsum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn einzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum strauchen meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zuschanden, da sie nicht erreichen, in ewiger und vergesslicher Schmach. Aber der Herr Scharen prüft den Gerechten. Er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Sing dem Herrn, rühm den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten, wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist es erst recht die Gnade Gottes und die Gabe,
die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitchristen, die erste Lesung aus dem Buch Jeremia hat uns heute einen Einblick gegeben, wie es in Jeremia kocht. Er macht ja nichts anderes, als dass er die Botschaft ausrichtet dem Volk, die Gott ihm aufgetragen hat. Nämlich, er greift dazu drastischen Mitteln, Fernsehreif, er nimmt einen großen Tonkrug, geht vor das Stadttor, wartet, bis alle Leute drumherum stehen und dann zerschmettert er diesen Tonkrug auf dem Boden und sagt: So wird es euch ergehen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Das Volk hörte natürlich solche Botschaft nicht gern. Wer lässt sich schon gern sagen, du lebst nicht richtig? Du lebst auf Kosten anderer, auf Kosten der Natur, der Schöpfung. Du lebst auf Kosten deiner Gesundheit. Also verachten sie ihn. Sie verleumden ihn, wir haben es gehört.
Grauen ringsum zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten, die, mit denen ich vielleicht gefeiert habe, warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich doch noch von seiner Botschaft abbringen und lässt uns in Ruhe. Dann aber werden wir es ihm zeigen. Jeremia ist verzweifelt. Er spürt diese Härte in den Worten, in den Blicken der Menschen. Bei ihm ist die Katastrophe eingetreten. 587 hat dann König Nebukadnezar von Babylon das Volk Israel im Handstreich erobert und das ganze Volk in die Verbannung geführt. Jedenfalls alles, was einigermaßen arbeiten konnte. Das Volk hat seine Selbstständigkeit aufgeben müssen. Es war nichts, es war wieder wie in Ägypten damals Sklave einer fremden Macht. Also, um es mal mit heutigen Worten zu sagen, bei Jeremia gab es keinen Lockdown. Die Menschen haben sich nicht bekehrt. Die Kanzlerin hat auch zur Bekehrung aufgerufen. Und Gott sei Dank sind ihr alle gefolgt. Dass Jeremia recht gehabt hat, so schlimm das klingt, das zeigt sich daran, dass die Katastrophe, die er angedroht hat, tatsächlich eingetreten ist. In unserem Land ist die Katastrophe Gott sei Dank nicht eingetreten. Die Kanzlerin hatte Glück, dass wir ihr geglaubt haben. Aber jetzt steht sie natürlich bei manchen als die große Übertreiberin da. Übrigens, dafür gibt es auch in der Bibel eine Prophetengestalt, nämlich die des Jona. Jona hat auch seine Botschaft in Ninive ausgerichtet. Ninive hat sich bekehrt und Gott hat das angedrohte Urteil gereut und hat das Volk verschont. Aber auch er, der dann dasteht, wie ein Lügner, natürlich, weil die Katastrophe nicht eingetreten ist, ist dann zutiefst niedergeschlagen. Ich wusste ja, dass du ein barmherziger Gott bist und dass du dich erweichen lässt von diesem störrischen Volk. Aber wieder zurück zu Jeremia. Er hält aus. Er hält Stand. Und er hält das nur im Vertrauen auf Gott. Das wichtigste Wort heute in dieser Lesung aus dem Buch Jeremia war das Wort aber. Aber der Herr der Heerscharen. Aber der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Ihm übergebe ich meine Sache. Er, der die Wahrheit kennt, der auf Herz und Nieren prüft, ihm vertraue ich meine Rache an. Liebe Mitchristen, das ist Glaube im Ernstfall. Wenn die Bedrängnis groß ist, egal, ob von anderen verursacht oder von uns selbst. Wenn wir eine Finsternis durchleben müssen, eine ungeklärte Situation oder vielleicht auch ganz bewusst eine Schuld,
die wir auf uns geladen haben, vielleicht durch eine Schwätzerei. Sich dann dem nicht zu entziehen, sondern das dann Gott hinzuhalten. So gut das eben möglich ist. Ich weiß, das ist nicht einfach. Wenn man eine Wut hat, mit dieser Wut Gott anzuschreien, wenn man Leid erfahren hat, wenn man unberechtigterweise verleumdet wird, wie Jeremia, Gott anzuklagen. Ich wollte doch gar nichts anderes als wahrhaftig leben. An Gott festhalten, ohne dass ich weiß, wie er meine Situation löst, wie er mich rechtfertigt, wie er mein Recht öffentlich macht. Ja, das Evangelium, nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird. Darauf warten zu können, liebe Mitchristen, dass, jetzt sage ich das mal so, er das erschafft in uns, eine ganz neue Weltsicht, dass ich in meiner Wut und in meinen Rachegelüsten oder in meiner Depression oder was auch immer an Gott festhalte, das verändert die Welt. Gott zuzutrauen, dass er noch eine andere Lösung hat, dass er überhaupt eine Lösung hat. Das ist etwas ungeheuer Großes, das uns da geschenkt ist. Nicht wahr, liebe Mitchristen, wir büchsen lieber aus. Wir ahlen uns in unseren Rachegedanken. Wir malen uns aus, wie wir es dem oder der heimzahlen. Oder andere Weise, wir suchen Bestätigung bei anderen. Du hättest doch auch so reagiert. Natürlich, klar, wir fragen ja nur die, die uns bestätigen. Aber durch solche Ausflüchte wird es ja nicht besser. Das gibt ja keine Lösung. Und da werden wir heute auch vom Evangelium auf Jesus selbst verwiesen. Jesus, der uns heute Mut macht, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Fürchtet euch lieber vor Gott. Damit meint er natürlich keine Angst, sondern traut Gott die Lösung eurer Lebenssituation zu. Richtet alles auf ihn aus. Alle Gedanken, die ihr habt, sagt sie ihm. Alle Gefühle. Die glücklichen, die freudigen, die hellen, aber natürlich auch Wut und Verzweiflung und Rachegefühle. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, die nur den Leib töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele töten kann. Jesus will da nicht Angst machen, sondern im Gegenteil. Er will da sagen, vertraut auf den, dem auch ich meine Sache anvertraue. Und wunderbar, fast humorvoll muss man ja sagen, dann seine Beispiele verkauft man nicht. Ein paar Spatzen für 2 Pfennig, ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Bei euch sind sogar alle Haare auf dem Kopf gezählt, sagt er augenzwinkernd. Ja, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat ihn Recht verschafft. Und damit ist uns ja etwas Ungeheures geschenkt, wenn wir hier
ihn, Christus, gegenwärtig erleben, ja sogar in uns aufnehmen dürfen in der Heiligen Kommunion. Er, dem Gott Recht gegeben hat, er möchte auch uns beseelen und uns die Kraft geben, an Gott festzuhalten, wie er es konnte. Also es geht darum, in meinen kleinen alltäglichen Situationen an dem festzuhalten, was ich von Jesus Christus in meinem Leben in besseren Tagen schon einmal erfahren habe. Und es geht darum, das zu bezeugen. Natürlich nicht mit der Predigt, so wie ich jetzt, sondern dass die Menschen um uns herum durch uns etwas von diesem Christus, von diesem Zutrauen, von dieser neuen Ordnung, die er schafft, erfahren können. Das geht natürlich hin bis zum Kreuzzeichen, wenn wir in der Wirtschaft sitzen und zu essen beginnen. Natürlich. Gott ist groß. Paulus wollte das in der zweiten Lesung auf seine eher nüchterne Weise, analytische Weise klar machen. Das wirkt natürlich lange nicht so, aber wir wissen, was bei ihm im Hintergrund ist. Er hat nicht nur den einen erfahren, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist, sondern eben auch den einen, der ihn den Horizont aufgerissen hat, dass Gott noch einmal eine ganz andere Welt im Kopf hat, als wir sie uns denken können. Wie Gott das alles auflöst, ist seine Sache. Tote werden jedenfalls lebendig. Nichts, keine einzige Erfahrung des Lebens ist verloren. Keine Erfahrung des Glücks, aber auch keine Erfahrung, wo wir in falschem Licht dagestanden sind. Es ist der Glaube, der uns Mut macht, jeden Tag. Da sind wir natürlich allein, aber Gott sei Dank haben wir die sonntägliche Feier gemeinsam, in der wir uns gegenseitig stärken, an dieser Weltsicht festzuhalten, die noch keiner von uns sieht. Es ist wunderbar. Es gibt eben nicht nur die Bewegung von uns auf Gott hin, sondern auch die Bewegung von Gott, von Christus auf uns hin. Jetzt, wenn wir wieder seine Liebe zu uns im Heiligen Mahl begehen. Miteinander fällt's leichter, das Ungewisse auszuhalten und dass er da ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten,
und das ewige Leben. Guter Gott, wie Jeremia vertrauen wir dir alle Situationen an, in denen wir ratlos, ohnmächtig, traurig oder wütend sind. Papst Franziskus wird von etlichen, die in der Kirche Einfluss haben, an dringend notwendigen Reformen gehindert. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Unserer Kirche, hier in der Stadt und anderswo, braucht Menschen, die dich unerschrocken bezeugen. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Die Proteste gegen Rassismus zeigen uns, wie tief auch wir noch Menschen einteilen nach Herkunft und sexuellem Empfinden, nach Religion und Hautfarbe. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken auch an alle, denen in der vergangenen Woche oder schon längst Unrecht widerfahren ist. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Unsere Erstkommunionkinder haben gestern im Sakrament der Liebe erfahren, wie lieb du sie hast. Wir können es nicht machen, dass sie in ihrem Leben auf dich vertrauen. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. So viele Menschen sind auf der Flucht vor Armut und Gewalt, auf der Suche nach Sicherheit im eigenen Land oder fern von der Heimat. Ihre Not klagt uns an. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. In einem Moment der Stille wollen wir in unseren eigenen Anliegen beten, auch für uns selbst. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die ohnmächtig das Sterben eines geliebten Menschen erleben müssen, und für unsere Toten. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du willst, dass wir ohne Angst und frei leben können. Dazu stärkst du uns jetzt wieder neu mit deiner Liebe. Sei gepriesen in Ewigkeit. Die Kollekte heute ist wieder für unsere Gemeinde bestimmt. Ich danke Ihnen sehr, wenn Sie beim Hinausgehen etwas ins Körbchen legen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese heilige Feier aus aller Verstrickung, damit wir in freier Hingabe leben können. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, heiliger, starker Gott. Du lenkst die Geschicke der Welt und sorgst für jeden Menschen. Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft, damit wir alle dein Wort hören und deinem Sohn im Glauben folgen. Er ist der Weg, auf diesem Weg gelangen wir zu dir. Er ist die Wahrheit, sie allein macht uns frei. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir stimmen ein in den Gesang der Engel und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit. In dieser Messe besonders für Martha Geiger, Johann und Margarete Halemba, Otto Pudelko und Eltern und Pater Alois Berger. Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie seinen Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Seinem Leiden nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib für euch gegeben, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib für euch gegeben. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn den Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst, bist du Gott, in Herrlichkeit. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst, bis du kommst, in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe, unserem Papst Franziskus und unseren Bischof Gebhard, alle Bischöfe, Priester und Diakone, das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn andere sich einsam und verloren fühlen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und dem Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Deine Auferstehung.
Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind und an die wir heute besonders denken. An alle Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Aloysius und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit. In diesem Geist, der uns geschenkt ist und aushalten lässt, können wir auch beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib doch Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Im Zerbrochenen, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seel. Fürchtet euch nicht vor den Menschen.
Lasset uns beten. Guter Gott, du hast uns mit der liebenden Gegenwart deines Sohnes neu gestärkt. Hilf uns, dass wir niemals verlieren, was wir in der Eucharistie feiern. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Zum Schluss wünsche ich Ihnen allen, ganz besonders aber den Menschen in den Altenheimen und in den Wohnungen, die allein sind, aber auch den Familien, die zugeschaut haben, den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut und willst, dass wir ihre Kräfte nützen. Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte der Erde, den Ertrag aus Garten und Acker, Weinberg und Wald, damit wir mit frohem und dankbarem Herzen dir dienen. Erhöre unser Gebet, halte Ungewitter und Hagel, Überschwemmung und Dürre, Frost und alles, was uns schaden mag, von uns fern. Schenke uns alles, was wir zum Leben brauchen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und eure Arbeit, auf unsere Stadt und die Früchte der Erde und verbleibe bei uns alle Zeit. Ich wünsche Ihnen allen in diesem Sinn eine gesegnete Woche und Gottes Hilfe. Geht hin im Frieden.